Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, willkommen bei einer weiteren Runde von Ultimate General Civil War. Heute ist der 9. August 1862 und die Schlacht oder wir kämpfen um den Käseberg, Cheddar Mountain. So, die Unionisten scheinen nicht bald angreifen zu wollen, dennoch stellt sich ihre Präsenz auf der Halbinsel eine ernste Gefahr für unsere Hauptstadt dar. Wir müssen eine kühne Strategie entwickeln und die Versorgungslinien des Feindes um Manassas angreifen. Die Unionisten wären dazu genötigt, Streitkräfte von der Halbinsel abzuziehen, was den Druck auf Richmond mindern würde. Rücken Sie schnell um die rechte Flanke der Unionsarmee nach Norden vor und unterbrechen Sie die Orange and Alexandria Railroad und somit auch die Versorgungslinien. Ja. Von hier aus machen wir das. Unsere Anwesenheit hat Yankees alarmiert. Sie haben Streitkräfte entsandt, um uns aufzuhalten. Na ja, klar. Sie halten diesen Hügelkamm am Cheddar Run besetzt. Ja. Super zu verteidigen. Nur weil wenn wir jetzt von hier kommen, werden wir von hier beschossen, von da beschossen, von Tal. Ja gut, müssen wir übers Wasser. Und ich glaube, es gibt immer Malus, wenn man durchs Wasser geht. Auf jeden Fall kann man sich ja kaum bewegen. Super Ziel. Bis man einmal rüber ist, hat der Feind 2-3 Mal auf uns geschossen. Sehr gut. Wenn ich hier stehe, kann er mich hier rumziehen. Hat auch noch den Fluss als Schuss. Und kann seine Truppen in den Wald packen. Das gefällt mir nicht. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sie anzugreifen und zurückzuschlagen. Ja, viel Glück, General Heinrich. Ja, nee. Von hier hinten so rum geht auch nicht. Oh, geht schon. Weil dann haben wir hier bestimmt das Nadelöhr. Hier kommen wir rüber. Aber hier ist natürlich links am besten. Ja, rechte Flanke. Von denen wahrscheinlich aus. Von denen die rechte Seite. Könnte man hier. Ja. Dann machen wir Folgendes. Mal weg. Geht mal weg. Hab ich noch irgendwas? Kavallerie. Infanterie. Was ist das? Infanterie. Okay. Also mein erster Gedanke wäre, hier Teil stationieren und den Teil rechts auf der rechten Flanke rum. Ich glaube, wir werden hier keinen Vorteil haben. In den letzteren kleinen Schlachten waren wir immer mehr Soldaten. Die wissen ja, dass wir kommen. Das heißt, bestimmt, da spielen wir mit durch die Blume, wahrscheinlich sagen, dass der Feind entweder mehr oder genauso viele Einheiten hat wie wir. Das heißt, wenn wir unsere Einheiten quasi aufsplitten, das kann auch nach hinten losgehen. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wir machen mal was Absurdes. Was ich, glaube ich, so noch nicht habe. Und das ist nur Kavallerie, habe ich nur dabei, weil es muss Kavallerie dabei sein. Ich habe jetzt mal auf die Jäger habe die mal zu Hause gelassen. Lass mich mal kurz überlegen. Nee. Ich will ich nicht. So, Kanönchen dahin. Kavallerie dahin. Muss man Munitionswagen? Vergessen. Dahin.
Du, da, wo sind die Neuen? Du bist neu. Du bist neu. Geht in den Wald. Baut hier eine hübsche Liege. So, jetzt müsste sich alles bewegen. Habe ich einen vergessen? Dich? Komm, will ich doch einfach hier hin. Spur ein bisschen vor. Also hier werden definitiv in dieser Ecke Kavallerie oder Jäger, wenn sich hier oder Lenker, wie sie auch immer heißen, keine Ahnung. Die werden hier rumlungern, irgendwie scheiße. Falls nämlich hier Feinde sind. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist, Kacke. Der ist jetzt direkt noch da. Ja, habe ich ja schon gedacht. Da sind sie im Wald. Gut, Planänderung. Baut euch hier schön auf. Ich weiß gar nicht, was ihr hier macht. Stellt euch da auf. Ah, andere sind da auch schon. Ah, Schluck Kaffee, damit alles besser. Ach, hinter uns auch. So nah. Ich hätte gedacht, sie kommen hierher irgendwo. Na gut, ich habe ja selbst gesagt, dass ich hier im Wald. Da ist hier eine Menge im Wald. Das ist mein Wald, geh nach Hause. Nee, schießen! Wird nur schießen. Okay, wir werden verjagt. Macht sie nieder. Thank you.
Die Jäger kommen wieder. Vielleicht können wir diese nochmal irgendwie stellen. Kombination vielleicht beschießen und umreiten. Oder weglaufen lassen. Eliminiert. Weiter. Das sind doch schon recht viele, ne? Das sind jetzt echt nicht zwei Stück, oder? Ein Stück zu stark wie wir. Ich wette... Die werden auch gleich laufen, ist eine Frage der Zeit. Hier dürft ihr weiter. Der Wald ist echt schon wichtig hier, glaube ich. Der gibt uns Deckung von den Kanonen. Jetzt Spaß haben. Kanonen ziehe ich schon mal nach. Heinrich Munition. Die laufen, das gefällt mir sehr gut. Dann werde ich erstmal in den Wald als Deckung. Die sind alle so ein bisschen in Deckung, ne? Das ist gut. Wenn sie hier vorlaufen sollten, kriegen sie da hier noch die Decke. Halt! Halt und dann bewegt sie weiter, oder was? Alter, wo stehen du, Horst? Wir hier eine schöne Linie haben. So. Und wenn wir diese Linie haben, durch diese hübschen Leute hier, diese Männer hier, die gehen jetzt da quasi dran vorbei und bauen dann hier eine Linie auf. Dann ziehen wir das hier so rum. Mal gucken. Oder planen. Nee. Mindestens 50% Entdeckung oder so, ne? Deckung 50%. Ja, vielleicht kriegen sie jetzt Angst, wenn sie sehen, ey, da kommen ja noch Leute, das ist unfassbar. Machen die da bloß. Da hab ich noch einen Glück. Ja, funktionieren, sehen Leute kommen und denken sich, ah, da kommen Leute, geht weg. Das läuft doch, das läuft. Mehr als, das sind viele Leute, es sind viele Leute als Feinde, also die haben viele Feinde. Und kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin.
Kommt her. Das Dumme ist, wenn sie laufen, formieren sich halt neu. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass sie aus dem Spiel verschwinden. Wäre ja alles zu schön, um wahr zu sein. Genau. Ah, das, der war gut, Siegfried. Der war gut. Jetzt läuft die Kanone. Haha, da gibt es ja noch mehr. Alter, von da kommen auch noch Kanonenkugeln. Wir haben noch 39, keine Ahnung, was wir unten. Scheiße, wir müssen wegkriegen. Druck aufbauen, Druck aufbauen, Druck aufbauen. Weiter. Wir haben keine Zeit. Es ist gut, dass die Kanone weiterläuft. Da müssen wir hin. Es sind noch so viele Meter. Alter, Tanet, das ist gerade viel zu viel Verlust für dich. Fuck, ey. Aber die Kanonen laufen schon wieder. Das ist super. Sie laufen nach Hause.
Oh, da wird auch ein Nutzer. Ey, wir brauchen die Kanonen. Ich brauch Feuer, 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 Feuer. Elf. 11 Minuten oder was? Das brauche ich nicht. Sind wir noch 50 Meter gefühlt von entfernt. Kanonen, Druck aufbauen. Wir brauchen Druck. Wir brauchen dermaßen Druck. Fünf. Ey, das kann nicht sein. Der Hügel soll mir gehören. Wir haben sie bald. Sei Dank, ey. Auf diese nahe Entfernung können sie uns echt den Tag versauen. Immer weiter zurückbrennen. Es ist echt harte Kacke. Super, die verlieren auch jetzt. Wunderbar. Immer auf die Kanönchen. Die gehen mir auf den Sack. Es ist nicht mehr viel, es ist nicht mehr viel. Das ist ein teurer Spaß, das ist ein teurer Spaß. Vielleicht haben wir noch irgendwie
Munitionswagen lieber vom Feind übernehmen kann. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das wird was. Aber ist einer, den ich mag. Können wir, warte mal. Können wir die vielleicht jagen gehen? Genau die eine. Ah, da sind schon 800. Auf mal lieber an die Seite. Weiter aus der Schüssel. Jetzt. So, jetzt müssen wir nochmal Pause machen. Weil die beiden müssen jetzt hier nachrücken. Und die müssen quasi den hier machen. Und das Ganze bitte jetzt hopp hopp. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Nee, warte mal. Nein! Oh, schöne Linie. Schöne Linie. Keine doofe Linie. Gehörst du zu mir? Wunderbar. Gib mir Gleitschutz. Ja, wir haben den Hügel. Und wir schießen sie weiter nach Hause. Los, los, los. Das wird gut. Das sieht doch gut aus. Sie hat schon wieder außer Reichweite. Nachdrücken. Weil wir haben den Hügel kam. Beenden wir das. Sieg! Ja! Ich war mir gerade nicht sicher. Die hatten... Da sehen wir es. Die haben 15.000 Infanterie gehabt und die haben 16.000 und... Ach, fast 17.000, Mann. Kavallerie haben die mehr als wir gehabt. Kanonen hatten sie mehr. Dafür haben sie auch mehr an Verluste. Die haben auch 2000, fast 7000 Mann, 3000 Mann verloren. Sogar drei Kanonen. So doof. Kavallerie haben nur 33 verloren. Ich hätte gedacht, wir hätten da mehr verloren. Gut, 33 kann ich mitleben. Alter Schwede. Alter Schwede. Gut, dass ich nicht Anderson und Pound mitgenommen habe. Ich glaube, das war eine Schlacht, die hat eigentlich nur auf, ja, also, ich sag mal, hier die Plänker sind Spezialeinheiten. Du brauchtest da Manpower, du brauchtest da große Einheiten. Anderson und Co., ich weiß nicht, ob die was gebracht hätten. Eine zweite Truppe Kavallerie hätten uns auch nichts gebracht. Wie Mac. Oh Gott, Mac Baguette. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt noch richtig im Kopf. Er hat ja auch geschrieben, er hat eigentlich nur Soldaten. Also Infanterie und Kanonen, wenn ich mich noch recht erinnere. Diese Schlacht hat es eigentlich gezeigt, dass es das auch eigentlich reicht. Aber ich hänge trotzdem noch ein bisschen an meiner Kavallerie und ich möchte trotzdem noch die Plänker einsetzen. Vielleicht muss ich die einfach mal aufstocken mit mehr Männern. Aber wir haben nur 90.000 Dollar eingenommen und 6.800. Na gut, war eine kleine Schlacht. Aber 4 Rufe haben wir gekriegt. Na gut. Ja. War eine angenehme, spannende Runde. Ich hätte wirklich zwischendurch ein, zwei Mal gedacht, das schaffen wir nicht. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Wunderbar. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Lasst gerne einen Kommentar, Abo oder ein Like da, wie ihr wollt. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.